Ja, hallo, hier spricht Georg Blum von der IT Relations. Es geht heute um das Thema Projektmanagement. Wir haben eine Philosophie entwickelt, bevor wir Projekte starten, dass wir erstmal das Thema Ballast abwerfend durcharbeiten, Ballast abwerfend im Sinne von entschlacken und von Aufgaben befreien. Wie ist die typische Situation von vielen Mitarbeitern, die Projekte leiten? Sie kriegen meistens noch ein Projekt und noch ein Projekt obendrauf. Und laufen dann sozusagen aus 100% Belastung mehr oder weniger schnell in den roten Bereich. Das macht natürlich aus Mitarbeitersicht, aber auch aus Projektqualitätssicht keinen Sinn. Deshalb ist letztendlich ein wichtiger Punkt zu überlegen, wie kann man denn den Mitarbeiter bestmöglichst entlasten. Wir sprechen in größeren Projekten sogar von Volumina von 30 bis 50% Entlastung. Bei ganz großen Projekten sollte sogar der Projektleiter für 100% freigestellt werden. Also wichtig ist erstmal entlasten, Ballast abwerfen. Das können unnötige Aufgaben sein. Das kann entsprechend auch ein Projekt an jemand anderes zu übergeben sein. Das kann aber auch sein, dass man einfach Aufgaben gar nicht mehr macht. Also das ist in solchen Fällen durchaus auch immer sinnvoll. Also von der Seite her einfach aus der Führungskraftsicht mit dem Mitarbeiter, der das Projekt starten soll, prüfen, was kann er ab sofort nicht mehr tun, damit er eben möglichst viel Raum für das neue Projekt hat. Erst dann bekommt der Mitarbeiter natürlich auch die Lust und die Laune, so ein Projekt ordentlich durchzugehen, anzugehen und letztendlich dann auch erfolgreich abzuschließen. Er kann nachts auch wieder ruhig schlafen, wie wir hier symbolisch dargestellt haben, und freut sich natürlich dann über so eine Unterstützung von seinem Chef oder seiner Chefin, weil so werden Projekte eben in Time, in Budget und in entsprechender Qualität auch abgewickelt und in den Zielhafen geführt. Das ist ein wichtiger Tipp. Also nochmal Ballast abwerfen, damit der Mitarbeiter ein Projekt erfolgreich abschließen kann und das natürlich von vornherein, bevor das Projekt gestartet ist, schon durchführen und nicht erst, wenn man merkt, das Projekt läuft in Schwierigkeiten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen gerne an uns wenden. Vielen Dank. Wiederhören.